Ich bin das Wasserstoffmolekül. Atomar, also ganz alleine, komme ich hier auf der Erde so gut wie gar nicht vor. Aber insgesamt gibt es ganz viele von mir. 75% aller Materie bin ich. Schaut nur mal auf die Sonne. Die besteht zu 3/4 aus meinen Geschwistern. Da bin ich für die Energieerzeugung zuständig. Und hier will ich es auch werden. Denn ich bin die Nummer 1 aller Energieträger. Ich zeige euch auch warum. Ich bestehe aus je einem Proton und Elektron und bin daher erstes und leichtestes Element. Aber vor allem, ich habe die höchste Energiedichte. 1 Kilogramm von mir enthält 4-mal so viel Energie wie 1 Liter Benzin. Und ich bin freundlich zur Umwelt. Ungiftig, umweltneutral, nicht reizend. Und wenn ich Energie abgebe, entsteht kein CO2. Ich habe nur einen kleinen Nachteil. Ich brauche Platz, viel mehr Platz als die anderen. Mich gibt es überall, aber nicht alleine. Man macht mich aus Erdgas. Dann werde ich grau. Wenn man das CO2 wegspeichert, werde ich blau. Oder man wendet Pyrolyse an. Dann werde ich türkis. Wenn ich durch erneuerbare Energien wie Wind und Sonne erzeugt werde, dann werde ich ganz grün. Als Energieträger Nummer 1 liegt meine Stärke in der Kopplung der Sektoren Industrie, Mobilität, Elektrizität und Wärme. Egal welche Farbe, ich bin ein Energieträger. Genau wie Benzin, Erdgas, Öl. Ich kann meine Energie sofort abgeben bei der Stahlherstellung, ohne jedes CO2. Oder bei Raketen. Denn immerhin habe ich den Menschen schon auf den Mond gebracht. Oder bei Fahrzeugen mit Brennstoffzelle. Aber haltet euch fest, im Normalzustand brauche ich sehr viel Platz. Daher muss man mich unter Druck setzen. Dann klappt es auch mit der volumetrischen Energiedichte. Oh, jetzt wird's gemütlich. Das sind schon 350 Bar. Bis 700 Bar. So sorgen wir für richtig viel Reichweite. Und für den Transport großer Mengen zwängen wir uns auch gerne in eine Pipeline oder lassen uns in einer Kaverne speichern. Oh, und so eng umschlungen schaffen wir noch einen Rekord. Durch diese 3 Pipelines mit H2 könnte der gesamte elektrische Energiebedarf Deutschlands fließen. Dank des großen Portfolios an Kolben und Membranverdichtern von Neumann und Esser. Immer da, wo Wasserstoff komprimiert, transportiert und gespeichert wird, überall da ist Neumann und Esser der Wasserstoffexperte. Seit über 100 Jahren. Denn die Spitzenkraft der Energieträger verdient auch Spitzenleistung in der Verdichtung.